Sportfreunde halten zusammen und unterstützen sich, selbst wenn sie Gegner auf dem Rasen sind. Das war das Motto am 20. August in Reichertswerben. Also bei uns ist vor gut 4 Wochen im Sportlerheim eingebrochen worden. Und die Chaoten, die haben dann einen Feuerlöscher genommen und haben dann mit dem Schaum sämtliche Räume und Einrichtungen eingesprüht. Und das war eine Riesensauerei. Es sind Gerätschaften gestohlen worden. Da denke ich, wird es um die 500 Euro hinauslaufen. Und dann aber, sag ich mal, der Schaden, der durch die Reinigungsfirma, was letztendlich über die Stadt Sportfreizeit betreibt, abgedeckt worden ist, kann ich nicht beurteilen, was das gekostet hat. Und war auch 4 Wochen Arbeit für unsere Mitglieder. Riesenaufwand für uns als Freizeitkicker, das wieder gerade zu biegen. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass das FC Zeitz sich angeboten hat, dort, uns dort ein Stückchen finanziell zu helfen, in dem Benefizspiel zu machen und das ganz großes Kino. Also bei uns ist es so, dass ich die Nachricht gehört habe und die Bilder dazu gesehen habe, die hier in Reichertswerdener Sportlerheim, wie die Vandalen da gewüstet haben. Da sind mir sofort die Bilder von Zeitzeit ins Gedächtnis gekommen, ist ja noch gar nicht so lange her. Bei uns sah es also ähnlich aus und da habe ich gedacht, naja, jetzt sind wir Leidensgenossen, vielleicht können wir da irgendwie helfen. Da habe ich spontan angerufen, warum wollen wir nicht irgendwas machen, ein Spiel, Benefizen im Eintritt und dann hat der Verein wieder ein bisschen Geld in der Kasse und kann eventuell Schaden beheben. Die Losung der Reichertswerbener ist in großen Lettern auf dem Platz zu lesen. So war die Antwort auf die Frage, wer an diesem Tag gewinnen wird, schon im Voraus klar. Die Frage ist so eindeutig bei diesem Klassenunterschied, aber letzten Endes denke ich, gewinnen wir beide. Der erste FC Zeit sportlich und wir aufgrund der fernen Situation. Was für uns noch dazu kommt, wir sind ja ein Verein, der in letzter Zeit auch immer Hilfe von anderen Vereinen bekommen hat. Wir waren vom Hochwasser stark betroffen, müssen jetzt noch auf die Hilfe anderer Vereine zurückgreifen, weil wir ja auf deren Plätze spielen. Und da sind wir auch den anderen Vereinen dankbar und da haben wir gesagt, vielleicht können wir da mal ein kleines Stückchen von dem zurückgeben, was uns andere Vereine geben. So können wir vielleicht bei einem anderen Verein helfen. Wir sind alle im Burgenlandkreis, wir müssen irgendwie versuchen zusammenzuhalten und das machen wir einfach heute. Das Spielergebnis war somit zweitrangig. Und die Tordifferenz bei 9:0 für Zeitz auch kein Thema.